Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Darkness in Flame. Wir befinden uns bereits im Bonuskapitel. Ist also schon einiges passiert. So, hier unten blinkt es irgendwie. Ach so, das war die Sache. Können wir da eigentlich was machen? Nee, sehe ich nicht. Okay. Tja, und hier die Pflanze, da wissen wir es noch nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Nee, halt, hier waren wir doch. Irgendwas war hier. Was war hier denn nochmal? Zutat für viele Tränke. Hier war ich bereits dran. Okay. Ich habe jetzt vorher natürlich auch nicht gestalkt. Wo können wir noch hingehen? Hinweismedaillon. Okay, das mache ich mal. Warte mal. So. Gut, wir können zur Hütte zurück. Wir können aber auch im Schiff irgendwas machen. Okay, gehen wir erstmal zur Hütte. So, hallo. Wir müssen das Medaillon zum Lehrer bringen. Okay. That was fast, Albert. I'll go get my notes now. Thank you, teacher. But I am concerned about one more thing. Back then, how did you move the statue? Knowing a sound method to revive the petrified people and then accidentally damage them during transportation. Oh, I'd like to avoid that. Oh, that. It was the bird lady who helped me back then. Ophelia. Remember her? I think, at this time, she might be close. Go check the dungeon. The one that's under the dried-up hollow tree. And do you remember that right from there you can take a shortcut straight into the heart of the settlement? Just climb to the top of that same tree. Thank you. I hope everything will work out. Well, good luck, Albert. Don't forget to let me know how everything goes. Mit Garn umwickelter Umschlag. Machen Sie sich, was? Habe ich nicht gesehen. Machen Sie sich auf das Experiment gefasst. Oh, das kennen wir doch. Ah ja, so. Okay, Efeu-Aufguss. Ja, die haben wir schon gesehen. Blutegel haben wir auch schon gesehen. Da weiß ich jetzt nicht, wo ich die herkriege. Aber okay, gut. Das haben wir auch bereits gesehen. Noch was? Nee. Wo ist er denn auf einmal hin? Warte mal, kriege ich mit dem Diebstahl das auf? Nein. Hinweis. Okay. Na, macht nichts. Wir kommen zurück. So, mehr ist... Oh, warte mal, da oben ist ja noch was. Ach. In jeder dieser fünf Kerben sollte etwas sein. Was? 2 von 5. Die Figuren, ne? Okay. Na schön. Wir kommen definitiv zurück. Alles klar. So. Ich möchte erstmal zurückgehen, aber wir haben noch nichts zum Sammeln, ne? Einfach mitgehen. Nehmen, seine Wurzel ist eine wertvolle Zutat. Einfach abschneiden oder ausgraben ist nicht. Na gut. Na schön. Okay. Da sind wir. Cool. Okay, probieren wir es. So, aber hier fehlt auch noch ein Teil. Ich verstehe nicht, was ich tun muss. Ist das? Das ist der Hinweis. Senken Sie die Tabletten so, dass die Anzahl der Symbole im Gerät mit der Anzahl Symbole im Hinweis übereinstimmt. Was? Stern für 10 und Ball für 10. Was? Stern für 10. Das heißt, das sind 30... Das sind 40 und das ist irgendwas. Okay. Oh je, ich glaube, ich brauche mehr Kaffee, um das zu lösen. 3, 4. Ach so, okay. Es braucht einfach nur die Menge an, an Dings da. Das 3, das zählt nicht, komischerweise. Okay. 5. Da oben würde ich gerne den nehmen. Dann Sterne haben wir genug. Okay, es kann sogar ein Stern weniger sein. Ein Stern weniger. Haben wir denn hier irgendwas mit einem Stern weniger? Ja, zu viel weniger. 10. Okay, wir brauchen noch eine Welle. Ich
komme nicht an mehr Bälle. Was verändert das hier denn? Da ist ein Ball mehr, komischerweise, obwohl hier exakt dieselbe Menge an Bällen ist. Das geht gar nicht. Also nehmen wir mal den da. Und alles, was die Anzahl der Bälle erhöht, ist gut, ne? 8, 9. Da haben wir sogar einen zu viel. Warte mal, passt das hier? Nee. Halt mal, aber den können wir mal lassen. 10, 8. Nope. Es ist zu viel. 9. 10 und 8. Okay. Da haben wir es. Gut. Yay. Wir kommen rein. Hey. Rums. Okay. Hier haben wir die Blutegel. Aber ich weiß noch nicht, wie sie. Wir brauchen noch irgendwie Gerätschaften, Gläser, irgendwelche Transportmittel, um sie zu fischen. Genauso wie bei der Pflanze. Okay, das nehme ich erstmal mit. 8 von 12. Was ist das da? Eine Fußmatte. Hinter der Schmutzschicht verbirgt sich etwas Interessantes. Ja. Wir haben aber nichts zum Putzen dabei. Warte mal, es muss doch noch mehr geben. Wo bewegt... Nee, hier bewegt sich ja nichts mehr, ne? Was ist das denn da? Oh, die Lösung für ein Labyrinth. Cool. Ich glaube, dieses Fenster ist irgendwie mit der Luke auf dem Boden verbunden. Es muss repariert werden. Ja, aber das reicht nicht. Okay. Gut, nach unten oder nach oben? Schürhaken. So, und hier brauchen wir den Hinweis. Aber hier brauchen wir vor allen Dingen irgendetwas, was wir da reinstecken können. Schloss für den Griff. Ja, okay, gut. Na schön. Wow. Wow, wow, wow. I was not aware of this shortcut. It turns out that it leads directly to my house. Da haben wir die Abkürzung, ne? Wir kommen nur ein bisschen, kommen wir von der anderen Seite, sieht ein bisschen so aus. Also diese kleinen Filmchen und auch diese Musik dazu, das kriegt mich immer wieder. Ich weiß, in diesem Spiel sind einige Logikrätsel drin, finde ich. Die von der Übersetzung kann man mal absehen, ne? wenn die Geschichte gut ist. Ja, klar ist das mit der Übersetzung blöd. Nach der Form kann dieses Rad mit einem Rad geöffnet werden. Ja, haben wir aber noch nicht am Start. Das ist doof, wenn die Übersetzung nicht so passt. Aber wenn die Geschichte gut ist, finde ich, wiegt das auf. Ist egal. Ich muss etwas finden, um ein Loch in den Grill zu machen. Ja. Viel Glück. Was haben wir denn da? Da ist etwas unter den Felsen. Ich muss es hochheben. Mit dem Schürhaken? Nein. Mit der Brechstange? Das geht. Okay. Wie? Reicht noch nicht? Etwas Schweres finden? Echt jetzt? Hier sind so viele Felsen. Da kannst du keinen von entbehren. Naja, schön. Ja, okay. Wird mal nix. So, was haben wir da? Yay! Er kommt in sein eigenes Haus hinein. Aber warum können wir... Oh, hi. So, Albert, have you succeeded? Yes, Regina. I see the whole picture now. Teacher Young used a special liquid trying to turn the statue into its original state. He shared the chemical formula of the liquid with you? And we will use it? Well, yes and no. His main mistake was that instead of the liquid form of the substance, he should have used its gaseous state. That's the only adjustment and everything will work? Are you sure? I'm 99% certain. We'll need a large glass vessel in which we'll put the stone statues. Will you get it ready? And meanwhile, I'll try to figure out a way to very carefully transport Alice's friends to the laboratory. And please find methanol at its maximum concentration. Hmm.
Okay. Es gibt einiges zu erledigen. So, was haben wir denn hier? Guck mal, was sich da alles verbirgt hinter den Kissen. Was ist da noch drin? Okay, hier können wir etwas herstellen. Den Schlüssel nehmen wir mit. Gut. Habe ich das schon gesehen? Ich bin nicht sicher. Zuerst brauche ich Gasbehälter für das Experiment. Haben wir noch nicht am Start. Das nehmen wir mit. 10 von 12. Getting there. Hier sind wir noch gar nicht gewesen. Das sieht aus, wie könnte was sein, ne? So, was haben wir denn da? Da braucht es auch einen Schlüssel, einen Griff. Aber ist das der? Nein, ist er nicht. Der ist es ganz sicher nicht. Nein. Er muss hier irgendwo rumliegen, hat er gesagt. Naja, dann. Ach, guck mal, eine Ameisenfarm. Wie ist der Griff dort denn hineingekommen? Ich muss mal herausfinden, wie man es rausholt. Soll nicht. Mit einer Flüssigkeit, ne? Irgendeine Flüssigkeit. Oder eine Maus. Oder Ameisen. Oder, weiß ich nicht. Da fehlt ja ein zweites Auge. Hier haben wir schon mal die Mineralstoffe. Und Acid. Okay. So, Mineralstoffe kann da hinein. Die Mineralien sind drin. Cool. So, und jetzt weiß ich auch nicht. Stand da nicht irgendwo? Ich muss ein Loch irgendwo reinmachen. Das ist das. Und hier haben wir sonst erstmal noch nichts. Okay. Warte mal, wo war das denn mit dem Loch? Hier. Das müsste mit der Säure doch gehen. Ja. Wunderbar. Nicht so Vorsicht bei den Dämpfen. Schaufel. Klasse. Ich muss etwa... Oh nein, das ist jetzt blöd. Halt, Moment, ist es nicht. Ich dachte, die hätten wir bei den Steinen gelassen, aber... Terpentin. Ausgezeichnet. Warum? So, da brauchen wir das. Wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite eigentlich? Da ist die noch dran. Etwas Schweres finden. Ja, haben wir noch nicht. Okay. Komme ich eigentlich auch auf der anderen Seite runter? Nee, komme ich nicht. Na schön. Hier brauchen wir das. Halt, warte mal, Terpentin. Geht das für den Boden? Nee. Oder einfach umschaufeln? Nee, geht auch nicht. Okay, schade. Schade, schade, schade. Passt du da rein? Nein, tust du nicht. Kann ich irgendetwas anderes stattdessen verwenden? Offenbar nicht. Okay. Gut, wir gehen wieder zurück. Also, wir können... Warte mal. Wir können die schon mal ausgraben. Im Hotel. So, die legen wir auch gleich mal dazu. Genau. Ja, ich freue mich auch. Versteinerter irgendwas. Das Rad können wir gebrauchen. Aber was, können wir den Schürhaken nee, können wir irgendwas hier verwenden? Das sieht nicht so aus. Na gut. So, was war denn, ach so, euch rette ich dann irgendwie, ne? Nee, irgendwas muss doch hier noch sein. Die Realität ist leider viel trauriger. Ja, aber wieso komme ich hier, ach so, das versteinerte Material, ne? Warte, ja. Können wir hier etwas abbrechen? Es wäre unangenehm, wenn das zu viel wäre, ne? Was wir abbrechen, nämlich mit Glas. Nein, ach was. Okay, gut. Hier, das versteinerte Material. Ja, könnte ein Stück von dem Stiefel sein, gell? Okay. Gut, es stand auch hier. Können wir noch irgendwas machen? Da kommen wir noch nicht dran. Hier. Es wird besser, einen Dietrich zu finden. Genau. So, fummel. Und was jetzt? Oh, eine der Figuren. Ja, und ein... Was? Ein Schatten? Okay. Da habe ich eben gesagt, dass ich das mit den komischen Übersetzungen nicht schlimm finde. Naja. So, hier können wir... Ach so, warte.
Doch, da passt die Übersetzung Schatten tatsächlich. Ist ja verrückt. Okay, und Treffer. Schatten, Treffer, wusch. Na denn. Es erhält den Raum. Jawohl, es erhält den Raum. Ausreichend. So, hier haben wir nichts. Da haben wir irgendwas. Ah, dich nehme ich gerne mit. Wie viele haben wir von denen? 2 von 3. Reicht noch nicht. Der Schlüssel muss irgendwo in der Nähe sein, vermutlich. Da sollen wir schließlich drankommen, ne? Ah, sieh an, da ist ja ein Drahtschneider. Ja, und hier kommen wir noch nicht ran. Nee, bringt man nichts. Okay, okay. So, Drahtschneider. Na schön. Hier haben wir immer noch nichts weiter. Drahtschneider, kann ich da was machen? Warte mal. Nee, alt, so. Nee, reicht nicht. Wir brauchen irgendein anderes Schneidegerät. Also schön. Drahtschneider, kann ich damit... Ach, nee, das wird auch nichts bringen, ne? Nein, das bringt nichts. Okay. Okay. Sonst ist hier nichts. Nö, ansonsten sind wir durch. Gut, hier haben wir, glaube ich, auch nichts mehr. Hier drin komme ich da, nee, da oben sollen die Figuren drauf. Und hier komme ich da weiter. Es braucht schon einen richtigen Dosenöffner, ne? Na gut. So, für euch haben wir leider noch nichts, um euch zu transportieren. Aber wir kommen zurück. Blutegel. So, wie komme ich denn hier dran? Genau, wie komme ich da ran? Echt? Hatte ich das noch nicht ausprobiert? Fadenkreuz. Okay, ja, vielen Dank auch. Okay, so. Oh nein, das Schloss ist ja verrostet. Es öffnet sich nicht. Und aufschneiden geht auch nicht. Aber Terpentin ist eine super Lösung. Okay. Ich wünschte, das würde im richtigen Leben auch so gut funktionieren. Oh, was ist das denn? Gemusterte Linse. Ach was. Warte mal, du kommst doch bestimmt hier oben rein, ne? Ja. Das bringt uns allerdings nur so mittel, was? Was? Ich muss die hier anbringen, sonst hält sie nicht. An was hast du so gedacht? Nein. Was können wir denn mal verwenden? Oh, hier kommen wir jetzt auch ran. Ach was. Können wir den Draht weiterverwenden, um die Linse zu befestigen? Das wäre mir sehr angenehm. Ein Geburtstagspräsent. Noch ein Patch und Nadel und Faden. Okay, können wir das hier verwenden? Nee, können wir nicht. Schade. Okay, aber wir werden ja ohnehin genötigt, wieder zurückzugehen. Oder warte mal, Nadel und Faden. Kann ich da hier schon irgendwas machen? Ich wüsste nicht was. Ich wüsste nicht was. Naja, hier ist nichts, ne? Nadel und Faden, da komme ich da nicht weiter. Hier fehlt uns das Dings da. Bla 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 bla. Okay. Und irgendwas hier. Dich hatte ich schon ausprobiert, ne? Nein. Okay, gut. Also, wir gucken erstmal, was die Patches bewirken. Dear Show. Ich könnte auch springen, ne? Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt erreicht, um zu springen. Hier. Und dann da. Und dann so. Okay. Ist noch nicht richtig. Warum? Oh, ich brauche einen anderen Faden. Okay. Stellen Sie das richtige Muster zusammen, indem Sie die Patches drehen und an verschiedenen Stellen austauschen. Gut. Also, du passt. Du passt nicht, ne? Nee, du gehörst woanders hin. Ich glaube, ihr beide... Was? Gehört hier hin. Und... Nee, das passt auch nicht. Okay, da sind Vögel drauf. Guck mal, hier ist ein Vogel. Wo kannst du denn hinkommen? Vogel, da ist auch noch ein Vogel. Aber mir Nein, nee, möchte ich gar nicht. Ich möchte gerne... So, Vogel.
Da ist kein Vogel, was auch immer das wird. Keine Ahnung. Also irgendwo müsste ja ein halber Vogel sein, ne? Das hier ist er doch. Das ist doch der halbe Vogel. Guck mal so. Ne? Okay, ist ein bisschen auseinandergezogen, aber das müsste doch funktionieren. Gut, hier haben wir so ein bräunliches Ding. Wo kommt das bräunliche Ding raus? Da unten kommt das bräunliche Ding raus. So. Ja, könnte funktionieren. Okay. Hier haben wir noch eine Menge Rot. Kann das sein? Warte mal, du. Das sind doch Schwanzfedern, oder? Das sind Schwanzfedern. Dann kommst du dahin. So, ne? Und hier haben wir noch eine Menge Rot. Deswegen würde ich mal behaupten, du kommst dahin. Naja. So? Nee. Nee, das kann nicht sein. Nee. Guck mal, da ist irgendwie sowas Bräunliches hier unten dran. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Okay. Also der ist richtig, der ist richtig. Dieser ist richtig und der da auch. Hier oben. Warte mal, du kommst, glaube ich, hier hin. Kann das sein? Nee, nicht ganz. Nee, nicht ganz. Also da hat er noch so ein rotes Dings. Hier oben vielleicht. Nee, auch nicht. Okay, hier kommt so ein rotes Dings an der Seite raus. Also so könnte es hinkommen, ne? Oh doch, warte mal, so passt es ja. Ja, okay. Gut, dann müssen wir nur noch mit diesen beiden schangeln. Oh, und mit dem da. Warte mal, du so dahin. Ja, könnte funktionieren. Nein. So. Und hier oben kommt... Da ist auch noch ein Vögli. So vielleicht? Nee, irgendwie nicht so richtig, ne? So. So könnte es passen. Naja, nee, überzeugt bin ich nicht. Das kommt hier unten hin. Da, ne? So, so. Und dann schließlich du irgendwie so nicht. Warte mal, kann ich damit schon was machen? Nee. Du vielleicht so. Ja, okay, puh. Okay, und ach, sieh mal einer an, Teil des Bildes. Sehr gut. Wie kommt das denn hier hin? So, da haben wir noch etwas. Da brauche ich noch den Schlüssel. Ja, der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Okay. Oh, Moment, ich hatte das ausprobiert. Das ist nicht dieser, ne? Nein, das ist nicht dieser. Okay, dann haben wir hier dich. Klicken Sie auf die Blöcke, um jede kleine Blume in einer der in einer der drei Farben zu färben. Was? Okay. Blau, rot. Okay, rot könnte es sein. Die ist fix. Die kann ich nicht ändern. Das heißt, hier muss also eine rote hin. Da muss aber eine gelbe hin. Rot-gelb. Okay, das heißt, das hier muss auch gelb sein. Gelb-gelb, funktioniert das? Aha, fast. Okay, es gibt einen gelben, das heißt aber, dass der hier blau sein muss. So. Okay, da ist blau und rot. Nee. So, ne? Rot und blau. Der hier ist fix, das heißt, das hier muss rot sein. Dann kann der hier nur blau sein. Und hier müssen wir jetzt nur noch blau-blau einstellen. Jetzt. Na siehste. Hui! Und wir werden direkt von Blumen angesprungen.
Ah, dich nehme ich mit und dich nehme ich auch sehr gern mit. 4 von 5, ne? Es wird ein wenig was. Okay, so, ich nehme an, der Schlüssel gehört hier hinein. Ja. Sesam, öffne dich. Platzieren Sie Gegenstände in den dafür vorgesehenen Räumen. Was? Okay. Ah, warte mal, du, ein Siegel gehört hier unten dran. Ah, da ist ein Ring. Was ist das? Ein Schlüssel? Irgendwas? Das hier können wir noch nicht öffnen. Da kommt eine Münze hinein. Hier haben wir Münzen. Okay. Hier ist auch... Irgendwas kommt hier drauf. Die Feder in das Tintenfass. Der Baum. Okay, dahin. Gut. Ja. Wenn du das sagst. Du bist eine Art Schlüssel. Aber wofür? Hierfür? Nein. Die Tasten müssen wir auch noch finden. Warte mal, ich leg das erstmal weg. Wo kriegen wir denn die Tasten her? Und einen Edelstein. Hier, Brücke. Kommt da. Okay. So, hier oben haben wir auch noch was. Einen Schmetterling. Hierfür. Dann lässt sich das öffnen. Das Schiff kommt. Schiff haben wir noch nicht. Oder haben wir Schiff? Kommt hier noch nicht drauf. Okay. Gut, was sonst noch? Da ist noch ein Button. Nicht hierfür. Nicht dafür. Nicht dafür. Okay. Ganz viele Tasten an die Schreibmaschine. Sehr schön. Da, hier kommt das Schiff hinein. So, okay. Aber was bist du denn? Du siehst aus wie ein Uhrenzeiger, ne? Oh, es ist tatsächlich einer. Okay. Hier haben wir... da fehlt noch ein zweiter Typ. Oh, da ist er ja. Kuckuck. Was bist du? Ein Knopf? Ein Knopf? Okay. Ein Atoll, das hier hinkommt. Und eine Kompassnadel für den Kompass. Und was haben wir noch? Da drüben ist noch was. Oh, der Krake hat noch nicht alle Arme. Okay, das können wir nur noch schließen. Gut. 14 von 15. Einer fehlt uns noch. Welcher? Die Schlüssel? Nein. Was fehlt uns noch? Hier die Brille? Auch nicht. Nee, da ist auch nichts. Ach, hier. Irgendwas mit einem Edelstein. Lag hier einer drin? Nicht so wirklich. Okay, ist hier... Wo ist der Edelstein? Der Edelstein. Da unten. Ah, okay. So. Die letzte Figur. Ja. Das heißt, wir sollten zurückgehen. Ganz zurückgehen, ne? Nee, komm, das machen wir jetzt mit Schnellreise. Nee. Da oben. So. Hier. Okay, cool. Na, sind die denn auch richtig angeordnet? Das kommt mir nicht so vor. Lege die Zwerge an die Orte, an denen sie die richtige Waffe haben. Also du zum Beispiel mit dem Hammer. Du zum Beispiel mit der Axt. Bogen, Pfeile hier. Und du, ihr beide müsst auch noch tauschen. So, yes. Kleber. Sehr wohl. Und was eine Illusionsfalle? Wofür braucht man eine? Ameisen? Fragezeichen. Okay, aber erstmal, was zum Dosenöffnen haben wir noch nicht. Hier unten. Nee, da kommen wir nicht ran. Irgendwas müssen wir mit der noch machen. Mir ist allerdings nicht klar, was. Können wir mit dem Kleber hier die schon mal festlegen? Das funktioniert. Okay, es hat bis jetzt gehalten, also warum sollte es nicht noch weiterhalten? Hinter der Schmutzschicht verbirgt sich irgendwas Interessantes, ohne Zweifel. Aber wir haben keinen Putzlappen, das ist blöd. Okay, das hier hatte ich schon ausprobiert, ne? Ja, den Griff hatte ich auch schon ausprobiert. Der ist hier nicht von Nutzen.
Okay. Wofür kann ich den Griff benutzen? Irgendwas Schweres? Ist irgendwas hiervon schwer genug? Nein, es ist bedauerlicherweise nicht. Na gut. Bam, 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 bam. Hier komme ich am Ende mit den ganzen Zutaten wieder hinein. Sie ist auch noch nicht da. Naja. So, das hier hatten wir schon ausprobiert. Funktioniert beides nicht. Okay. Und hier oben braucht es noch den Rubin. Das Geheimfach öffnet sich, wenn. Habe ich hier denn irgendwas übersehen? Noch nicht. Okay, noch nicht. Na schön, wo sollen wir hin? Oh, hier. Abrechnung, du bist hier. Warte mal, habe ich eigentlich irgendwo Sammlergegenstände übersehen? Nee, noch habe ich nicht. Noch haben wir sie alle erreicht, aber ich meine, es fehlt noch einer, ne? Okay, ist hier irgendwas, was ich noch mitnehmen kann? Nicht so wirklich, ne? Da unten auch nicht. Nein, Clickbait hilft dir nicht. Okay. Na du? Hallo? Irgendwas muss ich hier noch tun können. Offenbar. Aber was? Ach, da oben? Ach, hier? Ach, guck. Eine Bügelsee. Eine Zahnbürste? Okay. Dieser Mechanismus hebt das Aufhängungsbett an. Ich finde den Griff nicht. Doch, haben wir. Alles cool. Ach, sieh an. Und hier kommt dann nämlich auch dieser Schlüssel hinein. Ja, cool. Noch mehr Kissen, Geschirr und ein großer Hammer. Ausgezeichnet. Ja, dann weiß ich, wie wir weiter vorgehen können. Zum Beispiel hier mit dem großen Hammer. Oh, meine Güte. Was verbirgt sich denn hier drin? Das Bündel ist mit dem Seil fest verbunden. Wie gut, dass wir eine Glasscherbe in unserer Tasche mit uns tragen, die auch direkt kaputt gegangen ist. Und da befindet sich eine Pinzette drin. Ach so. Ja gut, okay. Na schön. Einen weiß ich noch, aber dann weiß ich auch nicht mehr. Gut, aber erstmal gib mir einen kleinen Augenblick Pause. Ich bin gleich wieder bei euch. Macht's gut.